Tag zusammen. Ich möchte heute mal ausprobieren in diesem Video, ob uns der ChatGPT unterstützen kann beim Erstellen von Lebensläufen und Bewerbungsunterlagen. Denn das ist eine Sache, die man jetzt als Studierender doch regelmäßig machen muss, ob man sich jetzt für ein Praktikum bewirbt während des Studiums, sich für eine Abschlussarbeit in einem Unternehmen interessiert oder dann nach Abschluss des Studiums den ersten Job antreten will. Da stellt sich immer die Frage, wie funktioniert das mit dem Lebenslauf, mit dem Anschreiben? Da ist jetzt die Idee, statt sich jetzt über Suchmaschinenhilfe zu holen, nutzen wir doch den Chatbot von OpenAI. Ich habe mir noch ein paar Punkte vorbereitet. Steigen wir direkt ein mit der klassischen Frage, was gehört denn eigentlich in den Lebenslauf? Das soll uns der Chatbot mal erklären. Denn da gibt es ja verschiedenste Ratgeber und Ratgeber-Internetseiten. Na, jetzt gibt er uns genau das an, was man erwartet. Also Kontaktdaten, die persönlichen Daten. Die Ausbildung, was man so an Berufserfahrung gemacht hat, oder irgendwelche Nebenjobs vielleicht, die sinnvoll sind. Also recht kurz, knapp, das ist ja doch das, was man auch nach dem Studium oder im Studium hat. Es ist ja nicht so, dass man schon seitenweise mit Berufserfahrung punkten kann. Das ist aber gar nicht schlimm, dass der Lebenslauf dann eine Seite hat. Also von daher kurz, knapp, prägnant auf den Punkt, bezogen dann auf die Stelle, das gibt er uns ja hier auch an. Also eigentlich genau die Hinweise, die Tipps, die man jetzt erwartet hat. Nächste Frage ist immer noch das Anschreiben. Was muss da noch rein? Da gibt es ja immer verschiedenste Hinweise und Tipps, wie man das machen muss, ob das wichtig ist oder ob das unwichtig ist. Also auch da nicht verrückt machen lassen, wenn man sich bewirbt als Studentin oder Student. Also wir fragen noch, was gehört da rein? Klassisch erstmal ein Aufbau eines Briefes, Anschrift des Unternehmens, kurz auf die Jobbeschreibung eingehen, dann beschreiben, wieso man fachlich auf die ausgeschriebene Praktikumsstelle oder auf den Job passt, also wie da das Studium zusammenpasst zu der ausgeschriebenen Stelle. Auch das kurz halten, prägnant halten, da erwartet man jetzt als Unternehmen keine seitenweise Erläuterung und Lobhudeleien. Das ist, denke ich, ja, genau das, was uns der Chatbot auch empfiehlt. Ich habe jetzt mal ein Beispiel vorbereitet. Sagt hier unten, vermeiden Sie Floskeln, formulieren Sie in einer präzisen, klaren Sprache. Das kann der Chatbot, die ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Das sollte man nicht vergessen. Also den Text, den er dann baut, den muss man wahrscheinlich nochmal oder sollte man nochmal gerade ziehen. Also, gucken wir uns das mal an. Ich habe mal ein Beispiel jetzt zusammengestellt. Wir sind jetzt Student, Studentin der erneuerbaren Energien im fünften Semester und wollen ein 12-wöchiges Pflichtpraktikum in einem Unternehmen machen. Ich habe dann hier die klassischen Angaben, die er jetzt oben auch schon aufgeführt hat, einmal erwähnt. Vorname, Nachname, Wohnort und so weiter, Geburtsdatum und Ort. Dann die schulische Ausbildung, da habe ich mir ein bisschen was ausgedacht. Bei den Praktika, die man jetzt vielleicht schon gemacht hat im Laufe seines Studiums, die IT-Kompetenzen, die man hat, Sprache natürlich ganz wichtig, Schwerpunkte, die man im Studium belegt hat, die dann zu der Ausschreibung vielleicht passen, welche Interessen man noch hat. So, und dann am Schluss sage ich ihm, er kann ja uns kein Word-Dokument bauen, das heißt, wenn wir ihm jetzt sagen würden, bau uns mal einen Lebenslauf, dann wird er den halt tabellarisch aufbauen. Den könnte man in ein Word-Dokument rüber kopieren. Ich denke aber, sinnvoller ist es an der Stelle, dass wir die nächste Stärke vom ChatGPT nutzen, nämlich dass er programmieren kann. Wir lassen ihn jetzt den Code in LaTeX bauen. Ich starte das mal direkt. Und ja, jetzt beschwert er sich erst, dass er es nicht kann. Aber natürlich kann er es. Also wir wissen, er kann programmieren. Jetzt erklärt er uns, wie das geht. Aber ich habe es schon mal ausprobiert, also das ist immer so, dass das der Nachteil von dem ChatGPT, manchmal will er die Dinge nicht tun, die wir gerne hätten. Also von daher sage ich ihm das jetzt gleich nochmal und dann macht das auch. Er erklärt uns jetzt, wie das LaTeX-Paket funktioniert, das ist sicherlich auch ganz gut, aber jetzt hat er sich offensichtlich in eine Richtung manövriert mit seinem Sprachmodell, was ihm glauben macht, dass er kein LaTeX könnte. Und dass wir jetzt im Internet nachgucken wollen, das ist sehr schön, aber das wollen wir gar nicht. Ja, dass wir LaTeX-Kenntnisse brauchen, ist auch klar. Also auch das ein ganz gutes Beispiel, dass er halt manchmal nicht ganz in die richtige Richtung geht. Wir folieren das nochmal um. Also bitte erstelle mir einen Lebenslauf in LaTeX und zeige mir den Quellcode.
und dann soll er halt dieses Paket Modern CV verwenden. So, ja, jetzt sagt er, dass ich da, dass er keinen Zugriff hat. Das stimmt ja so auch nicht, aber er kann uns jetzt einen Lebenslauf Beispiel geben, was wir dann bearbeiten können. Das heißt, man muss natürlich ein bisschen programmieren können. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt baut er uns doch den Code. Verwendet jetzt hier ein paar Style-Definitionen und verwendet natürlich das jetzt wieder die Stärke. Er verwendet natürlich jetzt die Angaben, die wir gemacht haben oben. Das heißt, wenn man ihm die einmal gibt, passt das. Er hat sogar jetzt die Postleitzahl jetzt gerade verdreht, wie man sieht. Das ist aber nicht so schlimm. Trägt jetzt hier die Angaben ein, von wann bis wann wir studiert haben, was unsere Schwerpunkte waren. Gucken gleich mal, ob er das jetzt gleich durchläuft, denn manchmal läuft das in dem LaTeX dann nicht durch. Also, die Stärke von ChatGPT, wenn man ihn dazu bringt, Dinge zu programmieren, dann kann man den Quellcode dann nutzen, entsprechend kompilieren lassen. Das ist wirklich ein sehr nützliches Werkzeug. Ansonsten müsste man aber sagen, baue mir eine Tabelle, die man dann in Word kopiert oder so eine Struktur. Und dann hat man das in Word und kann es dann entsprechend verwenden. Wir probieren es mal aus, ob es geklappt hat. Also es ist keine perfekte LaTeX-Vorlage. Da er ist deutlich vorsichtiger geworden in seinen Formulierungen jetzt mit der neuen Version vom 9. Januar. Also den Code habe ich mal kopiert. Ich habe ja schon mal einen vorbereitet gehabt. Wir probieren es mal aus. Lass uns mal laufen. Und er beschwert sich jetzt hier an einer Stelle. Ich stelle mal einmal um. Also hier steht im Prinzip jetzt das Gleiche drin in unserem Dokument. Das ist, wie gesagt, schon einmal getestet. Auch Text, den er generiert hat. Das können wir jetzt mal einmal laufen lassen. Dann sieht das so aus. Den kann man jetzt nochmal bearbeiten, diesen Lebenslauf. Ob das jetzt optisch anders gemacht werden soll, da kann man jetzt mit rumspielen, mit diesem PDF. Ich denke aber, das ist eine sehr gute Grundlage und ich glaube, man kann jetzt auch hier rechts, hier auf der linken Seite den Text ganz gut überarbeiten in LaTeX, wenn man da jetzt Affinität mit hat. Also ja, das ist jetzt ein LaTeX-Kurs, ist vielleicht nochmal ein gesondertes Video, das wollen wir uns hier gar nicht vertiefen. Also Lebenslaufbau klappt mit ihm, das funktioniert, er kann uns dabei unterstützen. Wir fragen ihn noch, ob irgendwas fehlt oder ob wir noch was ergänzen sollten. Aber er sagt uns, da sind alle wichtigen Informationen drin, die wir brauchen. Also auch das versteht er mit seinem Sprachmodell. Da gibt es noch ein paar Vorschläge, die wir noch ergänzen können, wenn wir die haben. Also irgendwelche Auszeichnungen oder Zertifikate, die man jetzt machen kann. Also geht dazu auf die Karriere ein, aber nur das, was wir halt im Studium vielleicht mal gemacht haben. Wenn wir ein paar Referenzen haben, wie gesagt, eine Arbeit an dem Institut, wenn man da irgendwie Hiwi war und mitgearbeitet hat, kann man das vielleicht nochmal angeben. Auch wenn man vielleicht in irgendwelchen Projekten an einem Lehrstuhl oder Institut involviert war, kann man das mal mit aufführen. Die Sprachkenntnisse haben wir schon gebracht, die könnte man vielleicht noch etwas genauer erklären, wie gut man dann in Wort und Schrift ist. Und ja, also an sich haben wir, glaube ich, alle anderen Informationen gegeben, da fehlte nichts. Das hat er uns hiermit bestätigt. Dann das Anschreiben, auch da ein Beispiel. Ich habe jetzt hier Punkte mal aufgeführt für eine Ausschreibung, Praktikum im Bereich der regenerativen Energietechnik bei irgendeinem Unternehmen. Also was sind die Aufgaben? Unterstützung des Unternehmens bei der Umsetzung der Energiewende, Entwicklung innovativer Lösungen zur Optimierung der Sektorenkopplung, Erarbeitung einer Methode zum Aufbau von Energiesystemen, Unterstützung der Fachabteilung. Das sind so die Aufgaben. Und dann zweiter Teil, was sind die Voraussetzungen? Studium der Energietechnik oder Elektrotechnik. Man sollte Erfahrung haben oder Vorkenntnisse im Bereich der Systemanalyse oder Energiesystemanalyse, hohes Interesse an den energiewirtschaftlichen Themen, sehr gute oder ausgezeichnete Office-Kenntnisse, auch ein Klassiker, schnelle Auffassungsgabe, das sind so die typischen Buzzwords, die man eigentlich in allen Ausschreibungen findet, hohe Eigenmotivation und Initiative, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise. Das bringt man normalerweise mit, das lernt man jetzt nicht, das kriegt man beigebracht oder läuft so nebenbei im Studium, von daher da nicht irritiert sein, da muss man auch nicht groß drauf eingehen. Wenn man studiert, kommt das eigentlich automatisch. So, jetzt möchte ich, dass er mir dazu ein Anschreiben formuliert. Also wir geben ihm die Ausschreibung, die kann man jetzt einfach reinkopieren und jetzt soll er uns das Anschreiben formulieren.
was wir dann wieder in ein Word-Dokument oder ein LaTeX-Dokument übertragen könnten. Dann können Sie wieder einen LaTeX-Brief schreiben. Jetzt lassen wir nur den Text generieren und den Text würden wir dann kopieren in ein Word-Dokument. Ja, wie wir sehen, also ja, so schreibt man Anschreiben. Das kann er einfach vorformulieren. Er kennt unseren Lebenslauf, er weiß, was wir können. Er führt jetzt auch hier die Firmen auf, bei denen wir schon mal ein Praktikum gemacht haben. Stark. Also da hilft er uns wirklich. Man sollte dort jetzt den Text nicht eins zu eins übernehmen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut, weil die Sprache, das haben wir ja schon gesehen in den vorherigen Videos, nicht ganz so komplex ist. Es sind sehr einfache Satzkonstruktionen. Wir sehen es, er bricht einmal ab. Dann müssen wir mit Continue wieder weitermachen, dass er dann den Brief vervollständigt. Also, das sieht gut aus. Er geht auf Office ein, dass das verlangt ist. Das ist schon eine Stärke von diesen Sprachmodellen, dass die jetzt durch die Eingabeinformationen in der Lage sind, daraus dann Folgerungen zu ziehen, Schlussfolgerungen zu ziehen und die entsprechend auch zu präsentieren. Und das kann er, da hilft er uns. Also wichtig ist, diesen Brief müsste man sicherlich nochmal einmal überarbeiten, nochmal ein bisschen sprachlich schärfen. Aber man fängt nicht bei Null an beim leeren Blatt Papier. Also von daher, das ist gut, den könnte man so nehmen und dann nochmal einmal überarbeiten, nochmal Korrektur lesen lassen von jemandem Drittes und dann kann das so raus. Also das ist eigentlich gar nicht schlecht und dann schließen wir die letzte Frage noch an, die wir in den Chatbot haben. Was sollten wir noch beachten bei der Bewerbung? Gibt es da noch ein paar Tipps? Und mal gucken, was er uns da empfiehlt. Also Bewerbung personalisieren, gut, das sind so die typischen Informationen, Tipps, die man auch auf solchen Karriereseiten findet. Da, wie gesagt, also kann man gucken, dass man da über Suchmaschinen entsprechende Ratgeberseiten findet, um Praktikumstellen oder den Berufseinstieg zu schaffen. Aber die Hinweise, die er da gibt, die sind gut, die sind sinnvoll, die sind jetzt nicht überraschend. Der Vorteil jetzt bei dem Punkt 3 ist, überprüfen Sie Ihre Bewerbung. Wenn wir natürlich jetzt den Text mit dem ChatGPT schreiben, die sind sprachlich so in Ordnung, dass man damit schon mal nichts falsch machen kann, will ich mal sagen. Da sind keine Rechtschreibfehler drin. Da muss man aufpassen, manchmal macht da Grammatikfehler im Deutschen. Aber das ist nicht so kritisch. Die sollte man dann finden. Man muss sowieso Korrektur lesen. Aber in der Regel sind da auch keine Grammatikfehler drin, auch Zeichensetzungsfehler nicht. Da erlebt man schon mal die dollsten Dinge, wenn man selber mal so Bewerbungen bekommt als Professor. Also von daher, da kann der Chatbot unterstützen, sehr gut unterstützen. Er kann uns beim Lebenslauf Dinge vorbereiten, uns auf fehlende Informationen hinweisen. Er kann aus der Ausschreibung des Unternehmens, kann er uns ein Anschreiben erstellen, also dass er die Daten aus unserem Lebenslauf verknüpft mit den Anforderungen an uns und an die Stelle. Und damit macht man nicht viel falsch, hat, denke ich, sehr gute Chancen, damit dann im Unternehmen auch eingeladen zu werden. Da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, und was muss ich jetzt beim Bewerbungsgespräch beachten? Das klappt wunderbar. Also von daher auch da ChatGPT auf jeden Fall ein sehr nützliches Werkzeug, um sich bei Bewerbungen für Praktika unterstützen zu lassen, beim Lebenslauf unterstützen zu lassen, mit den Einschränkungen, die wir schon kennen. Aber da, ich sag mal, klares Pluspunkt, klarer Pluspunkt für den ChatGPT. Ein weiterer Anwendungsbereich in Studium und Lehre, um sich dann für Praktikumstellen oder Abschlussarbeiten in Unternehmen zu bewerben. Das klappt ganz gut, denke ich.